Marc aus Genf. Wir dürfen heute mal vom Team Weidmann den neuen Alfa Romeo Tonale präsentieren, live und in Farbe. Ich glaube, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Unglaubliches Design in Natura, ein Hammer. Designlinienführungen stammen Richtung Brera, Zagato, Volante. Alle Designformen werden das Fahrzeug vereinen. Und wir hoffen, dass er nächstes Jahr vielleicht auf den Markt kommt. Wir wissen, 110 Jahre Jubiläum ist nächstes Jahr am Plan. Und wir sehen uns gleich wieder zum nächsten Highlight bei Alfa Romeo. Bis gleich. Wir sind schon beim nächsten Highlight am Alfa Romeo Stand in Genf. Herzlich willkommen noch einmal. Und hier steht schon die Serienversion Giulia Veloce TI. Highlights bei dem Ganzen sind natürlich die Optik im Außenbereich mit Carbon-Seitenspoilern, abgeleitet von der Quadrifoglio, oder auch Heckspoiler aus Carbon selbstverständlich. Das gleiche auch im Innenraum. Kommt da mal mit, ich zeige euch ein bisschen mehr. Die Augen werden groß. Innendesign traumhaft. Man glaubt, man sitzt in einer Quadrifoglio, aber natürlich der 280-bässige Multia Turbo-Benziner mit 5,7 Sekunden auf 100 leistet hier natürlich beste Dienste im optimalen Carbon. Wunderbare Teile der Sitze. Und das nächste Highlight natürlich gleich einmal rechts, auch wieder im Blue Misano gehalten. Kommt wieder mal mit. Stelvio TI mit einer Sonderserie der wunderbaren 20 Zoll Felgen, hinter sich anders gestalteten Seitenschwellern und auch Carbon aus dem Spiegel, was die Optik wieder hervorragend zur Geltung bringt. Neu auch an das ganze Stelvio TI, kommt kurz nochmal mit. Schwarz designte, dunkel hinterlegte Heckscheinwerfer und die Rückleuchten. Wunderbar auch in der Kombination von Blue Misano. Also, bis gleich zum nächsten Highlight. Danke. Das versprochene Highlight an dieser Messe, Alfa Romeo Racing. Jetzt übernommen voll des Sauberteams mit der Zusammenarbeit mit Alfa Romeo. Wir wissen, wer uns hier dieses Jahr vertreten wird in der Formel 1. Wir sind gespannt, was Kimi Räikkönen Alfa Romeo noch beibringen wird. Passend für dieses Event gibt es eine Sonderserie von 10 Stück in ganz Europa. Man betrachte die Sonderversionen von Giulia Quadrifoglio in der Formel 1 Optik mit Spezialbeklebung und auch Lackierung. Das gleiche auch gibt es später beim Stelvio Quadrifoglio. Und hier Stelvio Quadrifoglio Formel 1 Sonderserie, wie vorher auch bei der Giulia Quadrifoglio. Man beachtet auch hier Sonderlackierungen, Agrapovic Auspuffanlage, 28 Kilogramm Gewichtsersparnis. Die Sonderserie, wie gesagt, 10-mal in ganz Europa. Man kann sie schon verordern. Melden Sie sich, vielleicht organisieren wir Ihnen einen. Dankeschön. Bis gleich bei Jeep. Kommen wir zum nächsten Highlight auf der Messe. Eine Kleinigkeit bei der Giulietta. In der neuen Farbe Verde Visconti, kombiniert mit neuen satinierten Aluminium-Look-Leisten und auch sehr angenehm und sehr schön anzuschauen, die neue Schokolade-Innenausstattung mit Vollleder. Also eine gelungene Giulietta mit einer gelungenen Weiterentwicklung unserer Ikone, die seinesgleichen schon sucht. Nicht zu vergessen auch bitte die neuen Felgendesigns. Und zum Highlight, zur Exklusivität bei unserer Verde Visconti Lackierung, die Veloce Serie. Diesmal mit gelben Akzenten. Im Heckbereich Felgendesign in dunkel gehalten und auch Bremssättel in gelb. Das gleiche auch im Innenraum weitergezogen mit gelben Nähten natürlich. Gut! Und jetzt kommt etwas ganz was Feines. Bis gleich! Herzlich willkommen am Jeep-Stand. Auch hier traumhaft designt, super LED-Wand,
sehr angenehme Atmosphäre, sehr großräumig. Was wir hier sehen, sind alle Modelle der Jeep-Serie, was bald auch schon bestellbar ist, sind die S-Line-Modelle, Sondermodelle. Besonders gekennzeichnet dadurch, Felgen schwarz, Badges schwarz, hochwertigere, sportlichere Optik. Wunderbar auch beim Cherokee hier im Rückbereich zu sehen. Ja, und was man auch noch sagen kann beim Cherokee, ganz neu, 270 PS Motor, 400 Newtonmeter, gekoppelt mit einer Neuengang-Automatik. Ich kann es nur empfehlen, wunderbar. Ist demnächst bei uns auch im Schauraum. Holen Sie sich die Informationen, Sondermodelle der S-Version. Ganz etwas Neues für Jeep. Wir wissen, die Werke werden momentan absolut modernisiert und es geht in Richtung Elektro, auch bei uns. Auch Jeep kommt nicht daran vorbei. Sie sehen hier World Premier Renegade als Hybrid- und Elektroversion, gekoppelt dann auch mit Benzinversionen. Mehrere Infos gibt es später, wird noch sehr, sehr spannend. Was man auch hier sehen kann, auf der rechten Seite, Jeep Compass Europa Premiere. Genau das gleiche, er wird künftig voraussichtlich in Europa produziert werden. Und ja, somit haben wir in Europa zusätzliche Unterstützung. Auch hier einen Mild-Hybrid mit Plug-in-Funktion anzubieten. Man kennt es ja sonst fast nicht. Einmal links tanken mit Strom, einmal rechts tanken dann jeweils mit Sprit. Also Sie sehen, auch Jeep geht in die Richtung Umweltfreundlichkeit und unterstützt Sie beim Spritsparen. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Schluss unserer Runde, unserer Ikone Jeep Wrangler. Einmal in der rechten Version mit dem neuen Mopar Performance Kit, Fahrwerkshöherlegung und auch gerüstet für sämtliche Offroad-Aktivitäten, die Sie auch mit dem Wrangler vielleicht vorhaben. Sehr interessant, demnächst auch verfügbar, bauen wir den natürlich herzlich gern zu einem Sonderpreis ein. Nicht zu vergessen, rechts, für alle, die etwas Spaß haben wollen, aber keine Lust mehr haben, das Hardtop immer runterzunehmen, jetzt mit einer Lösung Stoffschiebedach, wunderbar. Man kann das elektronisch dann öffnen, hat die gleiche Funktion, etwas sehr Feines auch, man kann die Rückscheiben der letzten Wand im Kofferraumbereich auch nochmal demontieren, somit Freigefühl, wann man es auch gerne wünscht. Das Ganze bei jeder Wrangler-Version bestellbar. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie uns hier ein bisschen beigewohnt haben. Ich sage im Namen von Team Weidmann Dankeschön, auf Wiedersehen aus Genf. Wir sehen uns wieder. Danke, tschüss.